Hallihallo und willkommen zu einem neuen Squad-Builder auf meinem Account. Auf meinem Kanal. Und zwar heute mal mit, mal was anderes. Und zwar diesmal kein Hybrid, sonst gibt es immer schon eine Hybrid-Hybrid-Teams von mir. Das ist auch kein Silber-Team diesmal wieder komplett. Ich glaube, ich habe noch gar kein Silber-Team gemacht in den Squad-Bildern, sondern eher immer Silber-Gold-Teams. Und so ist es quasi auch heute, aber aus einem anderen Grund als sonst. Es ist nämlich, wie ihr wahrscheinlich in der Überschrift gesehen habt und jetzt auch links an einem Teamnamen, ein U23-Deutschland-Team, weil ich einfach mal sehen wollte, was sind denn in Ultimate-Team für U23-deutsche Spieler. Wenn ihr wollt und es euch gefällt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch von anderen Ländern sehen wollt, so von England, Frankreich und so weiter und so fort. Wäre auf jeden Fall, denke ich mal, interessant, so dann so zu vergleichen, was die alle für junge Spieler haben, vor allem in Ultimate-Team und so. Und von daher, ja, steigen wir mal ein in das Team. Ich mache gleich noch 4-5 Reins rein, damit ihr nicht alles sehen müsst, was ich im Team Club habe. Im Tor haben wir Marc-André ter Stegen, 1992 geboren, damit zwei Reiter sich und damit ist er 20 oder 21, naja, wird jetzt 21, soweit ich sehe. Oder jetzt auch, können wir mich total verrechnen. 21.000 Münzen, zweiter Inform, Second Inform, ja, ich muss sagen, hat richtig geile Stats mit 84 Hechten, 88 Reflexe und so weiter. Aber ich muss auch sagen, mehr als solide war er jetzt auch nicht, also nichts weltbewegendes, muss man auch sagen. Da kann man auch genauso gut zum Beispiel Abadler oder sowas hinstellen. Aber hat seine Sache auf jeden Fall gemacht und fürs Team ist es natürlich wichtig, dass er halt unter 23 ist. Davor haben wir dann Jan Kirchhoff. 1990 geboren, damit jetzt gerade so unter der Altersgrenze von 23 geschafft. Er wird jetzt, glaube ich, 24 im, was steht da im Oktober? 3.900 Münzen, zwei Tore gemacht, ziemlich, ziemlich stark bei Ecken, muss man sagen, mit 1,95 groß, 72 Tempo, 74 Defending, 74 Kopfball, 70 Passen. Ziemlich geiler Silber-Innenverteidiger, habe ich schon ziemlich, ziemlich oft benutzt in FIFA, muss ich ja sagen, und von daher mehr als solide. Daneben haben wir dann, Moment, hier, einer, der hat mich wirklich überrascht, und zwar Avevor von St. Pauli, also zweiten Bundesliga, 72 Tempo, 70 Kopfball, 66 Defending, 1,84 groß, aber auch ein Tor gemacht nach einer Ecke, glaube ich, 200 Münzen nur. Und für 200 Münzen so einen geilen Innenverteidiger, er steht immer richtig, gewinnt viele Kopfbälle und ist einfach wirklich schnell. Für 200 Münzen kann ich euch den nur empfehlen, in jedes Deutschland, aka zweite Bundesliga-Team, hineinzubauen. Auf der Seite haben wir dann hier den Herrn Sebastian Jung von der Eintracht, der sich in meinen Augen dann wohl auch irgendwann im Laufe der nächsten Jahre in die deutsche Nationalmannschaft spielen könnte, je nachdem, wie der Trainer, Bundestrainer so plant, aber wem hätte er es verdient, in den nächsten Jahren sich da irgendwann mal hineinzuspielen, zumindest für so ein paar Einsätze. Ziemlich solide Stats, bis auf den Schuss, aber einen Hammer hat er rausgehauen. Ich weiß es nicht, bei mir ist es immer so, dass die Rechts- und Linksverteidiger alle mega Schüsse haben. Auch 23 Jahre oder 22, sowas im Dreh. 73 Tempo, 71 Passen und 71 Defending, seine drei besten Stats, 800 Münzen, auf jeden Fall ein nicht allzu teurer Spieler. Leider Gottes ist die Abwehr Silber und damit natürlich auch ziemlich bitter, dass ausgerechnet unsere Abwehr quasi die Silberspieler ist. Aber die hat ihre Sache richtig gut gemacht. Ich habe mit diesem Team ungelogen dreimal nacheinander den Goldcup gewonnen. Ich hätte es nicht erwartet, dass dieses Team so gut ist, aber es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, mit dem Team zu spielen. Und nach 10 Spielen kann ich auch wirklich sagen, das Team ist geil, dreimal den Goldcup gewonnen. Nicht wundern, wer jetzt rechnet, stimmt doch gar nicht. Ja, musste ja auch noch mit einem Fitness-Team mal ein Spiel zwischendurch machen. Und von daher kommt das dann schon hin, dass ich damit dreimal den Goldcup gewonnen haben könnte. Ne? 200 Münzen für Hartherz, 75 Tempo und der war wirklich ziemlich überzeugend. Der stand immer richtig auf seiner linken Verteidigerposition, hat den guten linken Schuss, sein Tempo war ordentlich, hat seine Sache auch sehr ordentlich gelöst. Davor haben wir dann Gündoğan, den nicht inform, denn zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, gab es den noch gar nicht, den ist jetzt rausgekommen gerade. Aber gut, wir wollen das Team auch nicht allzu sehr in die Höhe treiben. Viel schnelles Game muss, viel schnelles Recruit. Ich denke, was so Gündoğan muss ich nicht mehr viel sagen. Zwei Tore in 10 Spielen, 2600 Münzen. Ja, ordentlicher Spieler. Leider hoch Arbeitsrate, glaube ich, oder hoch-medium. Ja, hoch-medium. Deswegen meistens eher als Mittelstürmer. Aber gut, mit den Innenverteidigern, die man hat, und zur Not schaltet man auf defensiv, damit das Ganze nicht allzu weit nach vorne rutscht, ist das schon ordentlich. Auf links haben wir André Schürrle, einer meiner Lieblingsspieler aus dem Team. Und zwar aus dem Grund 88 Tempo, 4 Sterne Skillmoves und 81 Schuss. Und sein Schuss ist wirklich ziemlich, ziemlich geil. 7 Tore in 10 Spielen, 1300 Münzen, damit kann man nichts falsch machen. Davor haben wir dann auf der linken offensiven Position Mario Götze. Gut, der war ja zu erwarten, dass er in diesem Team hier drin ist. Das
um ihn kommt man in so einem Team natürlich nicht herum. Fürchterliches Game muss durch den Rickford, muss ich, denke ich mal, auch nicht mehr zu viel sagen. Kam ja auch jetzt gerade ein neuer Inform raus, weiß ich nicht, wann das Video rauskommt, aber kam ja auch ein Inform raus auf dem linken Mittelfeld. Den könnte man natürlich auch hier einbauen, aber dann bräuchte man noch einen anderen zentralen Offensiven und so weiter und so fort. Man kann hier bestimmt noch ein bisschen rumspielen, aber ich denke mal, das ist so das beste U23-Team, was ich für mich jetzt so gefunden habe aus Deutschland. Jetzt weiter dann auf der rechten Offensiven haben wir Julian Draxler, den Inform. 17.000 Münzen, ordentlicher Spieler. In den ersten Spielen hatte ich ein bisschen Probleme mit ihm, aber hat sich dann richtig gemausert und wurde dann richtig geiler zentraler Offensiver. Auf rechts haben wir dann einen alten Bekannten, nicht Julian, Maxi Beister, 91 Tempo, 71 Schuss. Die zwei Sterne des Game Moves, die kennt ihr ja leider Gottes alle. Aber er hat halt einen Bombenschuss und ein Bombentempo und für 10.000 Münzen auf rechts auf jeden Fall besser als Hermann, hätte ich da zum Beispiel noch hinstellen können. Und auf dem Sturm müssen wir gar nicht mal umsetzen, denn es ist natürlich Marco Reus. 4 Sterne des Game Moves, 4 Sterne Weakfoot, auch gerade noch so an der Grenze mit dem Alter. Und 14.500 Münzen, 10 Tore, 7 Tore in 10 Spielen, alles nicht die torreichsten Spiele gewesen, allerdings habe ich sie alle gewonnen. Und von daher ein ziemlich geiles Team. Ja, dann lasse ich euch jetzt natürlich mit den Toren alleine. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und dann schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr das auch noch von anderen Ligen sehen wollt, anderen Nationen sehen wollt. Oder ich wieder einfach auf Hybrids und sowas zurückgehen soll. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.